voll seltsamer Rätsel erscheinen uns die letzten Tage des Jesus von Nazareth. Und doch war es diese Zeit, in der sich das Leben Jesu noch einmal bündelte. Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, ist zum Eckstein geworden. In diesen letzten Tagen bündelt sich noch einmal das Leben Jesu. Freundschaft und Einsamkeit, Begeisterung und Verrat, Schuld und Vergebung, Tod und Leben. Staunend, betend und singend erahnen wir die Bilder der Passion. Sechs Tage vor dem Passafest kam Jesus nach Bethanien, wo Lazarus lebte, den er von den Toten auferweckt hatte. Dort war er bei Freunden zu einem Essen eingeladen. Und während Martha ihre Gäste bediente, nahm Maria ein Pfund unverfälschter köstlicher Salbe, zerbrach das Alabastergefäß und salbte Jesus damit die Füße. Anschließend trocknete sie diese mit ihrem Haar. Im ganzen Haus verbreitete sich ein köstlicher Duft. Das Beste, was ich habe, bringe ich zu dir. Weil ich ganz tief im Innern diese Liebe spür, mit der du mich und diese Welt befreit, beflügelt hast. Wie schön, dass du jetzt da bist, komm rein und sei mein Gast. Was ich habe, bringe ich zu dir, weil ich ganz tief im Innern diese Liebe spür, mit der du mich und diese Welt befreit, beflügelt hast. Wie schön, dass du jetzt da bist, komm rein und sei mein Gast. Schön, dass du jetzt da bist. Komm rein und sei, komm rein und sei, komm rein und sei mein Gast. Das Beste, was ich habe, bringe ich zu dir, weil ich ganz tief im Innern diese Liebe spür, mit der du mich und diese Welt befreit, beflügelt hast. Wie schön, dass du jetzt da bist, komm rein und sei mein Gast. Komm rein und sei mein Gast. Komm rein und sei mein Gast. Was soll das?
Diese Salbe ist mindestens 10.000 Euro wert. 10.000 Euro. Damit könnte man eine Menge Gutes tun. Und was tut dieses blöde Weib? Sie schmiert es Jesus um die Füße. Und er lässt es sich auch noch gefallen. Ja, er scheint es richtig zu genießen. Wie mich das anekelt. Das ist nicht mehr der Jesus, für den ich einmal alles habe stehen und liegen lassen. Es wird Zeit, dass sich etwas tut. Ich bin Judas und es wird sich bald etwas tun. Am anderen Tag, als viele, die zum Passafest gekommen waren, hörten, dass auch Jesus nach Jerusalem kommen würde, liefen sie ihm begeistert entgegen. Sie rissen Palmenzweige aus und riefen: Hosanna, das heißt, hilf doch, und gelobt sei der, der kommt, im Namen des Herrn, der Friedefürst. Einige der Schriftgelehrten kritisierten Jesus: Meister, verbiete deinen Anhängern, dass sie so etwas singen. Darauf erwiderte er: Wenn sie schweigen, dann werden die Steine es schreien. Hosanna, 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 Hosanna. Hilf Herr, komm und rede, dass wir klarer sehen, wozu wir hier leben. Hilf uns zu verstehen. Hilf Herr, komm und führ uns durch die Dunkelheit. Finster scheint die Zukunft voller Angst und Leid. Hosanna, 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 Hosanna. Hilf Herr, komm und zeige uns den neuen Weg. Unsere Hoffnung schwindet, wir sind müd und träg. Hilf Herr, komm und zünde uns ein Feuer an. Lass uns staunen, spüren, was die Liebe kann. Hosanna, 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 Hosanna. Also dieser Jesus, ich bin total begeistert. Ich meine, der ist doch so bekannt. Köstlich, was der für einen Humor hat. Reitet der auf einem Esel in Jerusalem ein? Wir haben uns natürlich nicht täuschen lassen. Zu Tausenden sind wir am Straßenrand gestanden und haben ihm zugejubelt, damit es auch jeder mitbekommt, was das für einer ist. Unser Jesus. Was er nun so im Einzelnen gesagt hat, weiß ich auch nicht so genau. Aber er hat halt diese Ausstrahlung.
Und Kranke soll er auch schon geheilt haben. Das ist doch super. Solche müsste es viel mehr geben. Ja, freilich. Ich habe mir auch schon einen Fanschal und ein T-Shirt besorgt. Und nachher gibt es noch eine After-Show-Party, glaube ich zumindest. An, in der Stadt Jerusalem. Erst stehen sie am Straßenrand und umjubeln ihn. Wenig später mit Gejohl wenden sie sich gegen ihn, sind enttäuscht von dem Idol, laufen rauthals, kreuzigt ihn. Doch er kommt an. Kommt an und kommt nicht an bei so vielen Menschen, weil er nicht erfüllen kann, was sie sich von ihm wünschen. Er ist nicht der große Held, der mit Schwert und Macht alle Menschen führt ins Feld.
und bläst zur letzten Schlacht. Doch er kommt an. Er kommt an und kommt nicht an. Bei den Strengen und die Frommen fühlen sich von diesem Mann auf den Arm genommen, haben Angst um Traditionen, sehen Gesetze in Gefahr, bestehen auf ihren Positionen, weil es noch niemals anders war. Er kommt an und kommt nicht an, deshalb kommt er an bei denen, die von allen abgetan und die Liebe sich ersehnen. Er bleibt stehen, geht nicht vorbei, sieht den Armen und mich Blinden, den Gebundenen spricht er frei. Wer ihn sucht, den wird er finden, denn er kommt an. Die hohen Priester und Schriftgelehrten überlegten, wie sie Jesus loswerden könnten. Aber sie hatten Angst vor den Massen. Judas Ischariot, einer der 12 Jünger, nahm Kontakt zu ihnen auf und erklärte sich bereit, ihnen Jesus ohne großen Lärm in die Hände zu spielen. Das war für sie ein Glückstreffer. Und natürlich hatten sie dafür auch ein Budget. Längst schon eingekauft, ja, uns beherrscht das Geld. Jeder möchte Geld besitzen, denn wer Geld hat, lebt bequem. Eine kleine Finanzspritze, hier und da wär angenehm. Hier und da wird gern genommen, hier und da wird gern geschmiert. Man erinnert nur verschwommen, dass sich sowas nicht gehört. Money makes the world go round, Geld regiert die Welt. Wir sind längst schon eingekauft, ja, uns beherrscht das Geld. Banken sind wie Kathedralen und wir treten staunend ein, starren auf die Kontozahlen, fühlen uns oft schrecklich klein. Großes H, das steht für haben, doch wir haben nie genug. Und ein S steckt auf den Magen, wie ein dicker, böser Spuk. Money, 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 money. Geld regiert die Welt.
wir sind längst schon eingekauft, ja, uns beherrscht das Geld. Auf die Börse starren alle, ob der Stier wohl wieder siegt oder ob die Kurse fallen und wer aus der Liste fliegt. Arbeitsplätze gehen flöten und der DAX schnellt in die Höhe. Keiner schert sich um die Nöte, die durch Kündigungen stehen. Money makes the world go round, Geld regiert die Welt. Wir sind längst schon eingekauft, ja, uns beherrscht das Geld. Money makes the world go round, Geld regiert die Welt. Wir sind längst schon eingekauft, ja, uns beherrscht das Geld. Money makes the world go round, Geld regiert die Welt. Wir sind längst schon eingekauft, ja, uns beherrscht das Geld. Money makes the world go round. Jesus schickte Petrus und Johannes. Geht und bereitet für uns das Osterlamm, damit wir es gemeinsam essen können. Und zur Abendessenszeit setzte er sich zusammen mit seinen Jüngern an den Tisch. Und er sagte zu ihnen: Von ganzem Herzen habe ich mich danach gesehnt, dieses Passahlamm mit euch gemeinsam zu essen, bevor ich leide. Und er nahm das Brot, dankte Gott, brach es und gab es ihnen mit den Worten: Das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Danach nahm er einen Kelch voll Wein und sprach: Dieser Kelch steht für das Blut, das für euch und die vielen vergossen wird. Ein Zeichen für die unfassbare Liebe, die selbst den Tod nicht scheut. Teilt auch künftig Brot und Wein und denkt dabei an mich. Doch siehe, die Hand meines Verräters ist mit mir über diesem Tisch. Bin ich es, Herr? Bin ich es, Herr? Ich bin das Brot, lade euch ein, so soll es sein, so soll es sein. Brot lindert Not, brecht es in zwei, so soll es sein, so soll es sein. Kyrie eleison, Christe. Sein, so soll es sein. Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison. Nehmt in das
Brot, trinkt von dem Wein. So soll es sein, so soll es sein. Wenn ihr das tut, will ich bei euch sein. So soll es sein, so soll es sein. Kyrie eleison, Christe eleison. Kyrie eleison. Wir saßen so zusammen, wir saßen grad bei Tisch. Da nahm er eine Schürze und Schüssel Wasser sich. Er kniete vor uns nieder, begann mit sanfter Hand die Füße uns zu waschen, zu reinigen vom Sand. Erschrocken zog ich meine Füße schnell zurück. Komm, lass du mich das machen, das schickt sich einfach nicht. Wir sollten dich umsorgen, du bist doch unser Herr. Und dir die Füße waschen und nicht umgekehrt. Da sahen seine Augen mich endlos lange an, wem ich in dieser Runde nicht so begegnen kann, dass ich ihm einfach diene und vor ihm niederknie. Hat nichts von mir verstanden und versteht mich nie. Hand und Fuß, glaube mir, der Glaube muss Hand und Fuß bekommen. Hand und Fuß, glaube mir, der Glaube muss Hand und Fuß bekommen. Wenn das stimmt, lieber Meister, dass du mich waschen musst, damit ich dir gehöre, dann nicht nur meinen Fuß, nein, dann auch Kopf und Hände. Ich will dein Jünger sein. Und alles, was ich habe, nimm hin und es sei dein. Hand und Fuß, glaube mir, der Glaube muss Hand und Fuß bekommen. Hand und Fuß, glaube mir, der Glaube muss Hand und Fuß bekommen. Lieben, helfen, anderen dienen, ist nicht gerade in, ist nicht gerade in. Doch mit jedem kleinen Beispiel übt man sich darin, übt man sich darin. Hand und Fuß, glaube mir, der Glaube muss Hand und Fuß bekommen. Hand und Fuß, glaube mir, der Glaube muss Hand und Fuß bekommen. Hand und Fuß, glaube mir, der Glaube muss Hand und Fuß bekommen. Hand und Fuß, glaube mir, der Glaube muss Hand.
Jesus und seine Freunde waren aufgebrochen und kamen zum Garten Gethsemane. Da sagt er zu ihnen: Lasst euch hier nieder, bis ich gebetet habe. Petrus, Jakobus und Johannes nahm er mit und ging weiter in den Garten. Plötzlich fing Jesus an zu zittern. Ja, er schien regelrecht verzweifelt. Meine Seele ist zu Tode betrübt. Bleibt hier und wartet auf mich, hörten sie ihn sagen. Dann ließ er sie zurück und ging alleine weiter, warf sich auf die Erde und flehte zu Gott. Aber, mein Vater, es ist dir alles möglich. Nimm diesen Kelch dieser mir bevorstehenden dunklen Zeit von mir. Doch nicht, was ich will, soll gelten, sondern das, was du willst. Als er zu seinen Freunden zurückkehrte, sah er, dass sie eingeschlafen waren. Er drang mir in die Seele, weiß Gott, wie er mich traf. Der Spott der guten Kinder, ich war das schwarze Schaf. Im Pausenhof die Tränen niederkämpfen, stand ich stumm. Der Inhalt meines Ranzens lag verstreut um mich herum. Wie wünschte ich mir beim Aufsammeln eine helfende Hand. Ein Lächeln, einen Trost, doch da war keiner, der sich fand. Ich hatte keinen Freund und schlechte Noten, ist ja wahr. Und unmoderne Kleider und widerspenstiges Haar. Allein, wir sind allein. Wir kommen und wir gehen ganz allein. Wir mögen noch so sehr geliebt von Zuneigung umgeben sein. Die Kreuzwege des Lebens gehen wir immer ganz allein. Allein, wir sind allein. Wir kommen und wir gehen ganz allein. Wir waren uns alle einig in dem großen Saal. Wir hatten große Pläne und ein großes Ideal. Ich war der Frechste und der Lauteste und hatte Schneid. Ich wusste, unsere Stärke war unsere Geschlossenheit. Doch mancher, der von großer gemeinsamer Sache sprach, ging dabei doch nur seiner eigenen kleinen Sache nach. Und als ein Held sich nach dem anderen auf die Seite schlich, stand einer nur im Regen und der eine der war ich. Allein, wir sind allein. Wir kommen und wir gehen ganz allein. Wir mögen noch so sehr geliebt von Zuneigung umgeben sein. Die Kreuzwege des Lebens gehen wir immer ganz allein. Allein, wir sind allein. Wir kommen und wir gehen ganz allein. Nun ein Teil meines Lebens liegt hinter mir im Licht. Von Liebe überflutet und gesäumt von Zuversicht. In Höhen und in Tiefen, auf manchem verschlungenen Pfad, fand ich treue Gefährten und fand ich guten Rat. Doch je teurer der Gefährte, desto bitterer der Schluss, dass ich den letzten Schritt des Wegs alleine gehen muss. Wie sehr
wir uns auch aneinander klammern, uns bleibt nur die gleiche leere Bank auf einem kalten, leeren Flur. Allein, wir sind allein. Wir kommen und wir gehen ganz allein. Wir mögen noch so sehr geliebt von Zuneigung umgeben sein. Die Kreuzwege des Lebens gehen wir immer ganz allein. Allein, wir sind allein. Wir kommen und wir gehen ganz allein. Jesus ging zu seinen schlafenden Freunden und rief: Steht auf, was schlaft ihr? Und während er noch mit ihnen sprach, kam Judas und mit ihm eine Gruppe bewaffneter Männer. Judas ging auf Jesus zu und wollte ihm einen Kuss geben. Jesus schaute ihn an. Mit einem Kuss verrätst du den Menschensohn, Judas? Mit Schwerter und Stangen seid ihr losgezogen, wie gegen einen Schwerverbrecher. Als ich täglich bei euch im Tempel lehrte, wart ihr zu feige, die Hand an mich zu legen. Aber dies scheint eure Stunde zu sein. Und die Männer packten Jesus und zerrten ihn zum Haus des Hohenpriesters, in einen Innenhof. Dort zogen sie ihm einen Sack über den Kopf und schlugen von verschiedenen Seiten auf ihn ein und krakeelten: Weissage doch, wer dich gerade geschlagen hat. Pontius Pilatus hieß der Statthalter der römischen Provinz Judäa zu dieser Zeit. Er war als weltlicher Vertreter auch zuständig für die offizielle Gerichtsbarkeit. Und während Pilatus auf seinem Richterstuhl saß, ließ ihm seine Frau eine dringende Nachricht zukommen. Lieber Pilatus, habe du nichts zu tun mit dem Tod dieses Gerechten. Ich habe seinetwegen eine üble Nacht verbracht und viel erlitten.
im Traum. Es war üblich, dass zum Passafest ein Gefangener freigelassen wurde und das Volk durfte entscheiden, wer freigelassen wurde. Als nun wie in jedem Jahr die Menge zu Pilatus kam und forderte, dass ein Gefangener freigelassen würde, fragte er sie: Wollt ihr, dass ich Jesus, den König der Juden, freilasse? Denn er merkte, dass die Schriftgelehrten ihn aus Neid gemobbt und schließlich ausgeliefert hatten. Doch nun mischten diese sich unter das Volk und brachten den Namen Barabbas ins Spiel. Barabbas war ein Terrorist, der wegen Mordes und einem Anschlag angeklagt wurde. Und als nun Pilatus fragte: Was soll ich denn machen mit dem, den ihr den König der Juden nennt? So rief die Menge: Kreuzige ihn! So kam es, dass das Todesurteil an Jesus vollstreckt wurde und Barabbas an seiner Stelle freigelassen wurde. Dass ich gefangen wurde, gesperrt in diesem Knast, das hab ich selbst verschuldet, ich wurde halt gefasst. Ich hab den Staat betrogen und hab schon ziemlich lang gestohlen und gelogen, das ist es, was ich kann.
Und da war dieser Jesus, der keinem etwas tat. Den haben sie gefoltert, verhört vom Hohen Rat. Sie haben nichts gefunden, erkannten keine Schuld. Sie fanden auch nach Stunden nur Liebe und Geduld. Da fragten sie die Menge, wen möchtet ihr befreien? Wer soll nach eurem Willen von uns begnadigt sein? Ich senkte meine Augen, das Urteil war doch klar, und hörte voll Erstaunen, was nun zu hören war. Gebt uns diesen Barabbas, kreuzigt diesen Jesus. 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 Kreuzigt ihn. 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 Führ mich an meiner Stelle, stirb nun der Gottessohn, und ich, der wahre Sünder, komm einfach so davon. Die Zelle steht weit offen, ich glaub es einfach nicht, hab nicht gewagt zu hoffen, im Dunkeln auf ein Licht. Bilder der Passion heute. Menschen quälen andere Menschen. Schalten ab und walten stumm. Denke nicht an Konsequenzen, setzen nur Befehle um. Sehen wenig Sinn im Leben, treten es mit Stiefeln klein. Können Lust und Macht erleben, wenn die Folteropfer schreien. Menschen zwingen andere Menschen auf den Strich und in die Knie. Sehen nur die eigenen Wünsche, andere Menschen sehen sie nie. Ihre Seele scheint ein Geldsack, und sie denken nur daran, wie man diesen prallen Geldsack noch und noch mehr füllen kann. Menschen nerven ihre Nachbarn und entwickeln Strategien, wie sie die, die einmal nett waren, in ein Hassverhältnis ziehen. Rechtsanwälte schreiben Briefe, nein, man schaut sich nicht mehr an und erstickt's im eigenen Miefe, weil man sich nicht riechen kann. Menschen hetzen andere Leute durch das Leben in den Tod. Neben mir im Hier und Heute lebt's ein Mensch in Lebensnot. Und ich lege Holz ins Feuer, lasse draußen draußen sein. Mensch, du bist mir ungeheuer. Mensch, da schließe ich mich ein. Mensch, da steht schon ein Haus in Flammen, und davor rotten sie sich zusammen.
Für die Fremden in diesem Haus sieht es wirklich nicht gut aus. Und am besten, wir halten uns raus. Am besten, wir sitzen es aus. Am besten, wir sitzen es aus. Am besten, wir halten uns raus. Mensch, da wird's einer krumm geschlagen. Du, das schlägt mir auf den Magen. Man kann heut bei helllichtem Tage sich nicht mehr auf die Straße wagen. Und am besten, wir halten uns raus. Am besten, wir bleiben zu Haus. Am besten, wir sitzen es aus. Am besten, wir halten uns raus. Mensch, oh Mensch, da wird rumgeschossen. Mensch, oh Mensch, da wird Blut vergossen. Aus der Ferne kann ich sehen, wie andere Völker untergehen. Und am besten, wir halten uns raus. Am besten, wir gehen nach Haus. Am besten, wir sitzen es aus. Am besten, wir halten uns raus. Zum Kopf und Kragen, Jesus wird an ein Kreuz geschlagen. Und wie immer herrscht Friedhofsruh, denn wir alle staunen schweigend zu. Und am besten, wir halten uns raus. Am besten, wir gehen nach Haus. Am besten, wir sitzen es aus. Am besten, wir halten uns raus. Raus. Am besten, wir gehen nach Haus. Am besten, wir sitzen es aus. Am besten, wir halten uns raus. Aus. Gewalt ist keine Lösung, auch wenn es oft so scheint. Doch niemand kennt die Tränen, die manche heimlich weint. Der Schmerz des Unterdrückten gebiert immense Kraft und zeigt in seinem Leiden, wie er sich Luft verschafft. Gewalt ist keine Lösung, auch wenn es oft so scheint. Zwei Zimmer, Alkohol und arbeitslos, auf Ewigkeit vereint. Er konnte es nicht fassen, drum schlug er seine Frau. Und sie begann zu hassen, notierte jeden Schlag genau. Ist keine Lösung, das sagt sich so dahin. Solange es dir gut geht, ergibt der Satz auch Sinn. Doch wenn die miese Lage dir nachts die Ruhe raubt, stellst du vielleicht in Frage, woran du fest geglaubt. Thank you.
Gewalt ist keine Lösung. Aber das hatten selbst die nicht begriffen, die ganz eng mit Jesus zusammengelebt haben. Selbst seine engsten Freunde glaubten bis zum Schluss, dass Jesus irgendwann ein Schwert in die Hand nehmen würde und dem geheimen Untergrundruf Römer raus aus Israel mit Gewalt Gehör schaffen würde. Damals gab es die Vision von einem großen Friedensreich, das ausgehend von Jerusalem weltweite Bedeutung haben sollte. Und viele der Hoffnungen damals setzten sich auf diesen Jesus von Nazareth. Und diese Freunde, diese Jünger waren maßlos enttäuscht, als Jesus gefangen genommen wurde, in einen Innenhof gezerrt, angespuckt, gefoltert und verhört wurde und er nichts unternahm. Nach einer schier endlos langen Nacht packten die Römer Jesus und zerrten ihn hinaus, trieben ihn hinaus vor Jerusalem auf die Schädelstätte Golgatha, eine Art Müllhalde. Und dort, auf dieser Schädelstätte, haben sie ihn zwischen zwei Schwerverbrechern an einem Kreuz aufgehängt. Einfach aufgehängt. Aus. Alle Träume, alle Wünsche, alle Pläne, alle Sehnsüchte, die sie mit diesem Jesus verbunden hatten, waren mit einem Mal durchkreuzt. Wegen diesem Jesus hatten sie ihre Häuser verlassen, hatten sie ihre Berufe aufgegeben und waren dem Traum von einem Friedensreich nachgeeilt. Und nun standen sie vor dem Kartenhaus ihrer Existenz, das in sich zusammengebrochen war. Einsamkeit, Wut, Frustration, Enttäuschung, Hoffnungslosigkeit. Das ist Golgatha. Doch als sie Jesus links und rechts von diesem Kreuz die Hände fixierten, hat er ein Gebet gesprochen. Er hat gebetet: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Was für eine brillante Analyse von Jahrtausenden von Menschheitsgeschichte in diesem einzigen Satz. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und als Jesus das gebetet hatte, begriffen die ersten zwei oder drei, die da rumstanden, dass mit diesem Jesus etwas völlig Neues begonnen hat. Dass mit diesem Jesus die Liebe Gottes unter uns Menschen Raum gewonnen hat, eine Liebe, die viel weiter geht als das, was wir gemeinhin als Liebe bezeichnen. Eine Liebe, die in der Lage ist und bereit ist, einseitig abzurüsten, weil sie aus dem endlosen, unendlichen Liebesreservoir des Schöpfers schöpfen kann. Eine Liebe, die die Spirale von Gewalt und Gegenwalt durchbricht, indem sie einseitig liebt und den Menschen hineinstellt in den Freiraum der Vergebung. Vergebung, darum geht es. Ohne Vergebung können wir nicht leben. Ohne Vergebung funktioniert keine Ehe, keine Familie, keine Gemeinde, kein Land kann leben ohne Vergebung. Vergebung ist der Schlüssel zu einem erfüllten Leben. Eine Liebe, die überall dort Raum gewinnt, wo Menschen bereit waren und bereit sind, zu diesem Mann am Kreuz umzukehren. Das galt damals und das gilt auch heute. Hier und jetzt. Denn er lebt. Gewalt ist keine Lösung, auch wenn es oft so scheint. Und niemand kennt die Tränen, die Gott für uns geweint. Der Schmerz des Unterdrückten gebiert immense Kraft.
Er zeigt in seinem Leiden den neuen Weg und schenkt uns Kraft. Allein. Nein. Wer glaubt, ist nicht allein. Geht auch die Kreuzwege des Lebens nicht mehr ganz allein. Und ob ich schon wandert im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Die Liebe geht weiter, wagt sich hinein ins finsterste aller Täler, überwindet den Tod und durchbricht die Dunkelheit. Licht am Ende des Tunnels. Was sucht ihr den Lebendigen bei den Toten? Jesus ist auferstanden und begleitet uns auf all unseren Wegen. Darum lobt Gott, ihr Völker alle. Laudate omnes gentes, laudate Dominum. 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 Die Bilder der Passion bedanken sich für eure Aufmerksamkeit und verabschieden sich mit dem Lied vom Anfang, das Beste, was ich habe. Doch nun ist es nicht mehr nur das Lied der Maria, sondern auch die Antwort des Gläubigen auf Kreuz und Auferstehung. Vielleicht habt ihr Lust, es zu eurem Ostergebet zu machen. Wie schön, dass du da bist, Jesus. Komm rein und sei mein Gast. Das Beste, was ich habe, bringe ich zu dir. Weil ich ganz tief im Innern diese Liebe spür, mit der du mich und diese Welt befreit, beflügelt hast. Wie schön, dass du jetzt da bist, komm rein und sei mein Gast. Es gab als Schatz in meiner Welt nur diesen Alabast. Doch nun ist alles anders, denn du bist heute, du bist heute, du bist heute mein Gast. Oh, das Beste, was ich habe, bringe ich zu dir. Weil ich ganz tief im Innern diese Liebe spür, mit der du mich und diese Welt befreit, beflügelt hast. Wie schön, dass du jetzt da bist, komm rein und sei mein Gast.
öffnet und berührt diese müden Füße, die oft uns angeführt, den neuen Weg in dieser Welt zu gehen ohne Hast. Wie schön, dass du jetzt da bist. Komm rein und sei, komm rein und sei, komm rein und sei mein Gast. Das Beste, was ich habe, bringe ich zu dir, weil ich ganz tief im Innern diese Liebe spür, mit der du mich und diese Welt befreit, beflügelt hast. Wie schön, dass du jetzt da bist, komm rein und sei mein Gast. Komm rein und sei mein Gast. Komm rein und sei mein Gast. Wir wünschen euch allen ein frohes und gesegnetes Osterfest.